dem heutigen Brookhaven Roleplay Video ist Muttertag, aber die Vorbereitungen für Muttertag gehen richtig schief. Seid gespannt, was passiert und vergesst natürlich nicht, den dicken fetten Like dazulassen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um zukünftig keine Videos mehr von mir zu verpassen. Und jetzt hätte ich gesagt, geht's los mit dem Video. Der Wecker. Nur noch fünf. Fünf weitere Minuten. Eine Stunde später. Chanel? Schläfst du noch? Chanel? Ein paar Sekunden später. Guten Morgen, Chanel. Was? Mama? Guten Morgen, mein Schatz. Was ist denn in dich gefahren? Es ist schon sehr spät. Wie spät ist es denn, Mama? Es ist kurz nach 10:30, mein Schatz. Ich dachte, wir frühstücken zusammen. Es ist kurz nach 10:30? Ich muss los. Aber Schatz. Tut mir leid, Mama. Oh nein, ich habe nichts angezogen. Oh Mist. Eine Minute, 37 Sekunden später. Puh, so, jetzt aber. Ah Mist, jetzt habe ich meine Tasche vergessen. So, ich habe mein Geld. Oh Gott, ich hoffe, ich schaff's noch. 20 Minuten später. Oh, da hinten ist die Bäckerei ja endlich. Ich hoffe, ich komme nicht zu spät. Oh nein. Nein, sie ist schon geschlossen. Hallo? Entschuldigung? Ist hier noch jemand? Bitte, ich brauche meine Torte für meine Mutter. Morgen ist Muttertag. Bitte, hallo, ist jemand da? Hallo? Das ist doch nicht mein Ernst. Ich habe verschlafen und deswegen jetzt kein Muttertagsgeschenk für morgen. Wie konnte mir das passieren? Ich habe einfach den Wecker weggedrückt. Lucy? Hallo? Chanel? Meinst du? Was ist denn mit dir? Lucy, ich habe verschlafen. Du hast was? Verschlafen? Wieso denn das? Wolltest du nicht die Torte von deiner Mutter heute holen? Ja, aber ich hab's nicht geschafft. Die haben schon geschlossen. Ich stehe gerade vor der Bäckerei. Was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich kein Muttertagsgeschenk. Fahr doch schnell zum Supermarkt und kauf ihr, weiß ich nicht, was mag sie denn gern? Irgendwelche Pralinen oder so. Wow, Lucy. Ah, du bist perfekt. Das mache ich. Ich fahre sofort hin. Au, oh, da hinten ist ja der Supermarkt. Ah, oh, wie heißt es nur immer, was die möchte? Diese Minzplätzchen. Irgendwas mit 8 oder so. Hallo, Chanel. Kann ich dir irgendwie helfen? Ja, kannst du. Nadine, ich brauche unbedingt diese Minzplätzchen. Die heißen irgendwas mit 8 oder so. Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber ich hatte eigentlich eine Torte vorbestellt, aber ich habe verschlafen und jetzt muss ich meiner Mama irgendwas anderes kaufen. Und ich dachte mir, ich kaufe irgendwie diese Minzplätzchen und vielleicht noch irgendwie Blumen dazu oder so. Oh, Chanel, es tut mir wahnsinnig leid. Wir haben gar keine Süßigkeiten mehr. Ihr habt gar keine Süßigkeiten mehr? Naja, außer du willst eine normale Tafel Schokolade. Aber die ganzen Sachen für Muttertag sind leider schon ausverkauft. Ich meine, wir haben nur noch 2 Stunden offen. Und ja, morgen ist schon Muttertag. Oh nein! Was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich keine Torte. Ich habe nichts Süßes. Ich muss unbedingt im Blumenladen. Vielleicht haben die zumindest noch Blumen. Dann würde ich mich definitiv beeilen, denn der Blumenladen macht leider auch gleich zu. Du weißt es, wir sind eine Kleinstadt. Hier schließt einfach alles schon sehr früh. Okay, ich gehe gleich los. Ein paar Sekunden später. Lucy? Hi Chanel. Hast du die Sachen bekommen? Nein, ich habe gar nichts bekommen. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Blumenladen. Ganz ehrlich, Chanel, ruf da lieber an. Du brauchst bestimmt mindestens 10 Minuten dahin. Und dann kann er dir zumindest irgendwelche Blumen zurücklegen. Au, oh, ja, das ist tatsächlich eine sehr gute Idee. Ich melde mich später wieder, okay? Ja, bis später. Hallo, hier ist Chanel. Ich bin hier richtig beim Blumenladen, oder? Ja, das bist du, Chanel. Wie kann ich dir helfen? Ich wäre gerade auf dem Weg zu Ihnen. Ich bräuchte dringend Blumen für Muttertag für morgen. Haben Sie welche? Au, oh, da bist du aber sehr spät dran. Es tut mir leid. Ich habe gerade die letzten verkauft. Sie haben die letzten verkauft? Okay. Ja, danke schön. Es tut mir leid, Chanel. Ja, danke. Tschüss. Ja, ich muss Lucy anrufen. Oh, es klingelt. Chanel?
Ah, da bist du ja endlich. Ich habe ein Problem. Der Blumenladen hat auch nichts mehr. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich meine, ich möchte unbedingt meiner Mutter irgendein Geschenk kaufen oder so. Was kann ich tun? Ich weiß auch nicht. Möchtest du zu mir kommen? Dann können wir irgendwie brainstormen. Ja, okay. Ich bin gleich da, okay? Ich nehme den Bus. 20 Minuten später. Ich komm schon. Hi, Chanel. Wow, du siehst ja verheult aus. Ich sehe gar nicht verheult aus, aber danke für die Blumen. Ich bin ehrlich gesagt einfach nur froh, dass ich jetzt bei dir bin. Was für ein Desaster. Das kannst du laut sagen. Warum hast du eigentlich verschlafen? Naja, du weißt doch, wie es ist. Ich war noch auf YouTube unterwegs und dann habe ich das eine Video gesehen und dann das andere und dann war es irgendwie mega spät. Wow, und deswegen hast du jetzt kein Geschenk für deine Mutter. Das ist echt krass. Dir ist klar, dass du keine große Hilfe bist, oder? Sorry, Chanel. Später. Okay, also dir fällt nichts ein und mir fällt nichts ein. Das ist echt ein Problem, ganz ehrlich. Das kannst du laut sagen. Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Meine Mama wird so enttäuscht sein. Das glaube ich nicht. Deine Mama hat dich so auch lieb. Ja, natürlich hat sie mich lieb. Aber ich möchte ihr trotzdem was zum Muttertag bringen. Ach Mann, sie ist immer so hilfsbereit und so. Und jetzt habe ich kein Geschenk für sie. Ein paar Sekunden später. Lucy? Oh, hi Chanel, hi Lucy. Was macht ihr denn für Gesichter? Oh, hallo Papa von Lucy. Ich habe kein Muttertagsgeschenk. Ach, das ist doch bestimmt nicht so schlimm. Mütter wollen eh nur Zeit mit ihren Kindern verbringen. Geschenke sind dann nicht so wichtig. Papa von Lucy, Sie sind der Beste. Ich danke Ihnen. Ich habe eine Idee. Erzählst du mir bitte die Idee? Ja klar, ich rufe dich später an, okay? Ich muss aber jetzt los. Tschüss. So, okay, mal nachgucken. Jawohl, wir haben alles. Überprüfen. Das ist auch da. Perfekt. Ich bin bereit für morgen. Am nächsten Tag. So, noch schnell Hände waschen nach dem Abspülen. Und dann kann der Muttertag beginnen. Eine Minute, 37 Sekunden später. Chanel? Chanel, wo bist du? Oh, hier bist du. Wow. Schatz, hast du Pancakes gemacht? Ja, Mama. Ich habe Pancakes für uns gemacht. Ganz alleine. Und natürlich habe ich alles wieder abgespült. Alles, alles Gute zum Muttertag, Mama. Du bist die Allerbeste. Und wir verbringen heute den Tag gemeinsam, okay? Den ganzen Tag? Ja, Mama. Den ganzen Tag. Erst essen wir Pancakes. Und dann gehen wir eine Runde spazieren, weil du immer sagst, frische Luft ist gesund. Danach gucken wir deinen Lieblingsfilm. Und dann mache ich dir wieder was zu essen. Also, ich habe alles schon perfekt vorbereitet für diesen Tag. Wow, mein Schatz. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist perfekt. Du bist das beste Kind überhaupt. Ich habe mir nichts Besseres wünschen können. Cool, Mama. Okay, komm, lass uns essen. Dann war es aber mit diesem Roleplay von heute. Falls es euch gefallen hat, lasst uns sehr, sehr gerne einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus.